Hi. Wir sind bei RWT. Ich bin Dosh, Crazy. Und ich habe ein bisschen Teig in der Hand. Ja, hallo. Ich glaube, so eine Aufnahme hatte ich auch noch nie. Bezweifle ich. Und ich habe meine FPS ein bisschen erhöhen können auf 20, 25, manchmal auch 30. Blöder Fehler von mir. Weiß ich weiter, das gefällt mir nicht. Ich mache das jetzt mal während der Aufnahme neu. Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Aufnahme von Let's Play Minecraft Technik SMP RWT Version 2. So, jetzt haben wir es richtig. Ich habe schon so dezent an der Waffe, ne? Warum steht hier ein Destillation Tower? Moment. Oh, scheiße, jetzt habe ich Steiger an meiner Tastatur. Egal. Mach ich nachher sauber. Die Destillation Tower? Ja. Hat mir doch schon angefangen in der letzten Aufnahme. Oh. Weil wir ja darüber Petroleum verarbeiten wollten, bis wir gemerkt haben, dass das über diese billige Box da oben geht. Oh, okay. Kleines Upgrade zu den Cobblestones. Wir haben es fast geschafft. Fehlen noch 2 7-fach. Ja. Ich würde sagen, wir fangen heute mal mit einem speziellen Thema an, worauf Crazy schon lange wartet. Und zwar wollte er ein bisschen mit Railcraft arbeiten. Ja, Realcraft wollte ich gerade schreiben. Railcraft ist geil. Einfach nur geil. So, und ich kenne mich halt noch nicht so ganz aus. Schon so ein paar Sachen kenne ich, aber naja. Was ich auf jeden Fall weiß, ist, dass man mit Railcraft auf jeden Fall mit Schienen arbeiten muss. Die ein neues Rezept bekommen haben. Und zwar geht das nicht nur mit Eisen und Holz oder was da vorher war. Ich glaube sogar Sticks. Die brauchen Standard Rail, die über 8 Schienen rein kannst. Dort ist aber gleich Verschwendung. Über die Plate Bending Machine Aluminium Rods, Greg Tech machen wir schon mechanisch, oder die Rolling Machine 6 Eisen für 8 Standard Rails. Und dann noch in der Mitte das Wooden Railbed aus 4 Wooden Tie. Und Wooden Tie machen wir aus Creosote Oil und Slabs. Oder ich glaube, da gab es noch ein anderes. Ich glaube, das kommt man auch mit. Oder? Nö. Okay. Gut. Also, wie kommen wir an das Creosote Oil? Das ist eigentlich ganz einfach. Wir brauchen das hier. Coke Oven. Hat man ja in der letzten Folge schon mal angesprochen, hatten aber nicht genug Bricks. Wir waren jetzt nochmal ein bisschen fahren. Und können jetzt halt nochmal machen. Der Coke Oven ist, wie man hier schon steht, ein Multiblock. 3x3x3. Also 9, 18 und. Ah, wir machen einfach mal. Ist auch nicht so. Und der muss hohl sein. Ja. 26 brauchen wir. Ja. So. Und den setzen wir, glaube ich, schon mal hier unten hin. Zum Reaktor. Achso, falls du dich wunderst, ne? Was? Wir haben mehr Platz auf den Festplatten bekommen. Ja, ich hab's schon gesehen, du hast aufgeräumt. Ja. Da ich hier einen MEIO-Port gebaut habe, habe ich versucht, alle Festplatten mal zusammenzufassen. Und es hat sich wirklich einiges getan. Ja, ist auch auf jeden Fall schon mal besser. Definitiv. Jupp. Wollen wir das mal hier neben der Destillation Tower aufstellen? Ja. Bei einem dazwischen, ne? Ja, ja. Mach mal noch einen weiter links. Okay. Ich wollte eigentlich später nach der Aufnahme vielleicht noch einen zweiten aufstellen. Oh, der Biber putzte, Mann. Okay. Also, kurzer Aufbau vom Coke Oven. So. Bisschen hohl. Hallo. Putze. Wir nehmen auf. Na, jetzt habe ich da, glaube ich, verpasst. Ja. Ja, und jetzt habe ich nicht hohl gemacht. Na. Da, da und fertig. Es tut uns doch leid. So, der Coke Oven. Wenn wir jetzt mal reinschauen. Der hat hier so zum Verbrennen. Hier kommt was raus und hier ist ein Tank. Ganz ehrlich. Wir können jetzt halt hier zum Beispiel Kohle reintun und kriegen daraus Coal Coke, was irgendwie einen viel besseren Brennwert hat, irgendwie so den doppelten im Generator.
Oder wir können direkt einen Block auf Coal machen, einen Block auf Coal Coke. Und alles produziert hier halt so ein bisschen Ethanol oder auch Kreosot genannt. Das ist gerade interessant. Oder wir können auch halt einfach Holz reinschmeißen und das wird dann auch zu Charcoal und kriegen auch ein Kreosot Oil. Ach so. Ich habe die ASU neu gecraftet. Ja, ich glaube, das haben wir in der letzten Aufnahme, oder? Weiß ich jetzt gerade gar nicht. Nee, wir haben in der letzten Aufnahme nur angefangen. Okay, wir haben eine neue ASU. Ich hatte sie nach 2 Stunden vom Ende der Aufnahme fertig. Gut. Ich würde sagen, da wir das ganze Holz da oben noch haben, wo wir nicht wissen, hin damit, weil wir daraus Kohlkook machen, Charcoal machen. Dann nennen wir. Gut, ich nehme jetzt einfach mal so ein Stack raus. Ah ja, Biofuel, das Pebble ist auch schon voll. Da ist noch so. Ah. Wir haben tausende solche kleinen Blöcke. Weiß einer, woher die kommen? Die sind immer noch da bei dir. Nein, ich habe gerade nur einen gefunden. Ich habe nämlich alle irgendwie gefunden. Ich habe irgendwie keinen mehr gesehen. Ah, ich habe gerade vor dem Barrel noch einen gefunden. Ah, okay. Was denn? Wo die hin? Ich glaube, ich habe die einfach weggeworfen, weil ich die nicht mehr sehen konnte. Wo ist die Lava? Ah, Trash, Also, scheiße. was ist? Nix. Okay, ich habe mir jetzt so ein Stack Oakwood. Das schmeißen wir jetzt mal hier in den Kokofen und wir sehen den Moment, es fängt an. So, das dauert jetzt einen Moment. Sehe hier auch eine schöne Textur, finde ich. Wie gesagt, das dauert jetzt einen Moment und wir warten jetzt mal ein paar Durchgänge ab und bis dann sehen wir uns gleich wieder, weil ich irgendwie die leere Schüssel voll Teig wegbringen muss. Bis gleich. So, wir haben einen kleinen Moment gewartet. Für euch war es irgendwie so manchmal eine Sekunde, glaube ich. Sind die zwei Charcoal fertig und wir haben ein bisschen Kreosot. So, das muss jetzt halt einfach in so eine Zelle abgefüllt werden. Sulfur. Oh, okay. Ah, okay. Hey Christian. Ja. Ich weiß noch, damals haben wir dieses ganze Dark Emerald und Diamond Ore, was wir gefunden hatten und irgendwie nicht so richtig verarbeiten konnten. Also nicht vermehren. Ja. Das Ja. hat Railcraft. Wusste ich gar nicht. Jetzt. Ja. Auf Weiter welcher sind sie. Seite? Hä? Auf welcher Seite? Das ist bei mir auf der ersten Seite. Wo mal dran. Bei mir ist es da drin. Da gibt es mal Dark ein. So, jetzt aber weiter im Text. Wie ich auch schon mitbekommen habe, bräuchte man für Railcraft ziemlich viel Stahl. Da wir das könnte man auch nochmal über Railcraft machen, über den Blast Furnace. Aber wir haben ja schon Stahlmöglichkeiten, also hat sich das erledigt bei uns. So. Wir könnten ja dann währenddessen schon mal so ein paar Schienen vorbereiten. Ganz kurz zur Schienenverlegung. Ich habe da keine Ahnung, was der Verrückte wieder hier vorhat. So viel Verrücktes. Und jetzt habe ich blöderweise schon gespoilert, was wir auch noch machen wollten. Weil ich da gerade reingeguckt habe. Oh, okay. Ja, können wir es ja gleich erklären, oder? Ja, auf jeden Fall kurz zusammengefasst. Wir wollten halt den Kochofen, das Kreosot Oil, auch nochmal automatisieren über AE. Ja, jetzt werden einige vielleicht schon denken, dass wir das in Zellen abfüllen lassen wollen und dann ins AE. Nö. Wir wollten auch auf einen anderen Mod eingehen und zwar der Mod Extra Cells. Was ist Extra Cells? Extra Cells ist eine Erweiterung für das Applied Energistics Netzwerk, das ME-System und zwar für Flüssigkeiten. Ja. Das ist eigentlich ganz cool. Das ist sehr, sehr cool, muss man schon sagen. Dann mache ich jetzt auch schon mal direkt hier. Wie sag ich gar? Ich glaube, der braucht normal einen ME-Drive, ne? Musst du mal schauen. Dann mache ich. Hast du schon das Fluid-Terminal gemacht? Nein. Dann mache ich das jetzt mal. Wir brauchen dafür einen ME Zeto Square Tank. Quint
Geht, arbeite bitte im linken. Okay. Ich bin jetzt gerade im Da rechten. kannst du es gleich rausnehmen. Brauchen wir nicht dann unten. Was? Moment, 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 Moment. Ich bin jetzt hier gerade am rechten Arbeiten. Ja. Wieso das linke dann? Weil ich ja auch eins brauche. Ja, dann nimm du doch das linke. Ja, Ich habe okay. gerade einfach nur das genommen, weil du ja schon bei dem einen Mal am Arbeiten warst. Also, wenn es möglich ist, benutzt erstmal die ganzen Steel Wrenches, die wir noch haben. Ich weiß gar nicht, Moment, warte mal, kann man die eigentlich. Hast du doch eine da gerade? Ich nehme die Ja, ich mal habe ganz gerade kurz noch raus, eine. ne? Oder so. Kann man die eigentlich? Nö, die kann man nicht reparieren. Okay, das ME Fluid Terminal, das würde ich sagen, das stellen wir dann hier auch hier unten zu. Oder? Können auch so ruhig hier oben stehen lassen, ne? Ja, ich weiß nicht, da oben, weißt du, da oben ist ja eher so die ganze Erzverarbeitung, hier unten schon noch einiges mit Das wollte ich Flüssig. eh noch mal umstellen. Ja, dann stellen wir Also es das erstmal kommt hier auch unten noch. auf, dann haben wir es direkt an Fluid, am Coke. Okay. Mache ich hier mal gerade ein bisschen auf. So, Fluid Terminal. Wenn man jetzt mal reinschaut, kann man noch nichts sehen, weil noch keine Verbindung zum ME ist. Wir brauchen noch einen ME Drive, glaube ich, dafür. Ich bin jetzt nicht sicher, ob das noch einen eigenen hat. Blast-resistant ME Drive. Oh. ME Drive haben wir. Und ein ME Fluid Storage Monitor wäre nicht schlecht. Bräuchten wir einen Fluid. Hinten die Kabel bei den Gregtec-Maschinen hast du ja auch nicht abgegradet, oder? Nö. Okay. Da brauchen wir jetzt noch ein ME Covered Cable. Aber ich glaube, das tut euch jetzt auch mal wieder ein bisschen gut hier ein paar flüssigere FPS. Ja, das ist die. Alter, wie es bei mir jetzt gerade draußen am Schiffen ist. Ja, bei mir ist es noch ganz okay, aber ich höre kleine Kinder, die schreien. Boah, das sind die schlimmsten. Okay, wir könnten mal wieder ein neues ME-Kabel machen. Ja, sollten wir. Ja, ist noch am Craften. Alter. Ich weiß jetzt, dass man nicht sieht, aber ich hasse ihn. Was nicht. Nein, 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 du doch nicht. Bin Warte, dieses warte, warte. Mal echt nicht. Weil das Ich. ME hat gerade geflackert. Ja. Ich habe ja auch gerade was angeschlossen. Und was mache ich Weißt jetzt du, eigentlich hier wieder? sofort bekomme ich wieder die Schuld. Nein, du bist ausnahmsweise mal nicht schuld, Christian. Ah ja, die brauchen dann noch eine Festplatte. Die brauchen halt Fluid Storage. Und zwar würde ich sagen, machen wir direkt eine ME64 Fluid Storage, oder? Was verbraucht man nochmal dafür? Für die, für so ein Fluid Storage, die Advanced Prozessoren. Ich meine, ganz ehrlich, von den Dias haben wir es ja. Ja. Die sind noch nicht drin, die Fluid Storage so und so, ne? Dann speichere ich die direkt schon mal ab. Encode. 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 So, so und so. Oh, ich habe eins vergessen. Warte, welches Warum fehlt? noch keine 16M?
Können auch gleich eine 16M machen, oder? Also ich sage euch mal ganz kurz, dass... Ah, ja, warte mal, jetzt habe ich wieder eben vergessen, was du eben erzählt hast. Ja, im Prinzip könnten wir es machen. Mach mal noch. Heute wäre natürlich Okay. was falsch gegangen. Er hat da wirklich was vorbereitet. Wir können wirklich so ein scheiß Terra Storage Cluster machen. Aber zuerst machen wir so ein Fluid Storage Cluster. Was fehlt ihm? Oh, er craftet. Sollte eigentlich wirklich alles da sein. Gut, der gebraucht dann, glaube ich, einen Moment. Wir bräuchten aber noch für die Automatisierung einen, wo haben wir einen Export-Bus, nee, einen Import-Bus für reinholen, ne? Für rauszuziehen. Ja. Warte, das mache ich gleich mal. Wenn schon einen hast, kannst du auch noch einen normalen Import was mitbringen für die Charcoal. Müssen wir noch einen haben, oder? Import, Müsste. ja. Habe ich, den habe ich. Jetzt brauchen wir noch das Kabel. Das Warte, eine Kabel habe ich Kabel. im Inventar. Nein, ich brauche dieses ME-Conveyor Cable. Oh, dem fehlt Quarzglas. Kann man eigentlich auch mal gerade reinschmeißen, das Rezept. Encode. Ja, kannst du machen. So, dann craftet er locker flockig weiter. Lol. Weißt du, was ich jetzt sehe? Was? Das Walross, was ich damals mal gefunden habe. Das von Exocells. Ja. Das wusste ich. Das wusste ich jetzt erst. Gut. Ja, also ich habe alles. Dann warten wir noch einen Moment. Also, du hast immer noch nichts gelernt, oder? Wieso? Alles, was mit ME zu tun hat, leitet sich automatisch weiter. Da braucht man nur ein Kabel anschließen. Ja, ich war jetzt halt bloß beim AE verwirrt, bei Exocells verwirrt, weil das hier nicht aufgeleuchtet hat. Dann ist mir später das aufgefallen und da müssen wir noch eine Festplatte rein. Vorher leuchtet da ja gar Ah, nichts. okay. Weil vieles von meinem Wissen ist halt von der alten Staffel, was ich da bei vielen gesehen habe und ich habe auch nicht mehr alles im Kopf. Ja, schon okay. Ich habe da auch noch so ein paar andere Sachen im Kopf. Fluix Dust. Ach so, ich würde, wenn es geht, den Bahnhof hier auf die erste Etage machen, damit er nicht erstens nicht so weit zu fahren hat und zweitens, weil das ganze ME-Zeug hier oben steht, weil das ganze ME-Zeug in der ersten Ding steht. Könnten wir machen. Braucht das Exocells auch noch einen Warte. Controller? Warte mal, ich schließe es mal kurz da an. Geht's jetzt? Nö. Bin überfragt. Ich mach, glaube ich, doch mal einen Controller. Also die Festplatte leuchtet. Ja, das habe ich gesehen, bloß das Storage Terminal nicht. Boah, hallo. Hi. Ich habe jetzt keine Ahnung, wie aufgesprungen bin ich hochgekommen. Außerdem, wir haben hier oben noch eine. Wir haben hier oben noch ein Storage-Ding drin, ne?